Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich glaube, ich habe gefühlte 200 Jahre nicht mehr eine Folge im Nachthof beginnen lassen. Aber aus aktuellem Grund habe ich gedacht, fängst du heute mal damit an. Denn ich war gestern, habe gestern einfach mal einen freien Clash-Tag eingelegt, zumindest was das Videomachen angeht, hingelegt. Und habe gedacht, du bist mal super faul, aber es lag nicht an meiner Faulheit, sondern es lag einfach daran, dass ich nicht da war und auch länger nicht, und war dann auch sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, als ich hier dann abends oder am frühen Abend hier ins Game kam und mich wieder in meinem, noch nicht im alten Clan, aber ich sah, dass wir einen ganz, ganz roten Lock hatten, also einen Chatlock, und habe gedacht, oh, hier ist was passiert. Und siehe da, ihr seht das schon rechts oben, wir sind wieder im alten Clan, was natürlich super, super ist. Dank eines kleinen Fehlers, so will ich es mal benennen, mehr will ich da gar nicht zu sagen, sind wir wieder im alten Clan. Ich habe sogar jemanden, der mir zuguckt, auch nicht schlecht. Ich muss erstmal nur Prozente knüppeln hier, denn es gilt natürlich jetzt, wir haben jetzt 2-3 Tage verloren, hier so ein bisschen die Clanspiele erstmal nachzuholen, denn einige hatten die hier ja angefangen. Und warum läuft die Zeit jetzt nicht aus? Ah, jetzt läuft die Zeit aus, okay. Und deswegen sind wir jetzt dabei, noch die 50.000 zu schaffen. Okay, das war jetzt meine erste Niederlage seit langem. Das seht ihr hier. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich muss hier im Moment nur die Clanspiele so ein bisschen nachknüppeln. Und habe mir halt irgendwas Großes rausgesucht mit, ich glaube, 700 oder 800 Punkte. Oder gibt es dafür mehr? 400 Punkte. Aber ich denke mal, 900% Zerstörung im Nachtdorf, das ist nicht so viel. Also wie gesagt, wir sind wieder an alter Wirkungsstätte hier, haben unseren Clan ja wiederbekommen. Viele haben das gestern schon mitbekommen. Nur an mir ging das irgendwie vorbei, beziehungsweise ich habe es dann halt sehr, sehr spät erst gemerkt. Also wir sind wieder im Clan, ist er disabled. Ich kann euch endlich wieder ein paar Videos beziehungsweise schöne Angriffe aus diesem Clan zeigen, wenn wir wieder Clankrieg spielen. Wir haben natürlich leider unsere Serie verloren, das habt ihr ja schon gesehen, mit 51-59, also ein paar haben ja denn doch noch vorher angegriffen, und wir sind auf jeden Fall wieder das alte Völkchen hier. So ein paar sind hier neu reingekommen, teilweise aus den anderen Clans, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass natürlich diese ganze Aktion, die wir hier hatten, so, den einen oder anderen Clan auch runtergezogen hat, ganz klar. Und ich hab auch, trotzdem er jetzt hier drin ist, in meinen Bookmarks noch, ich werde ihn jetzt heute auch rausschmeißen, den Clan, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die haben dann nicht wirklich was mit zu tun gehabt, sondern es waren ja wirklich nur Einzelne. Man hat auch den Alex hier jetzt wieder reingelassen. Man hat sich bei uns entschuldigt für diese ganze Aktion. Und eine bestimmte Person ist hier natürlich jetzt nicht drin. Deswegen hat sich das alles so ein bisschen auf jemand anders konzentriert. Und ich glaube, es hat keinen Sinn, auf diesen Clan hier rumzuhacken. Denn die Clans, glaube ich, waren so ein bisschen die Masse der Clans hier, auch beim Jack Daniels Clan, war, glaube ich, so ein bisschen unbeteiligt. Und es waren Einzelne, die leider dann das Gesicht hier von diesem Clan so ein bisschen runtergezogen haben. Finde ich eigentlich, ich meine, ist eine logische Schlussfolgerung, aber eigentlich ist es nicht richtig. Und auch meine Sachen, die ich ja letztendlich erzählt habe, waren vielesmals auch nur Mutmaßungen. Ich wusste es ja auch nicht genau, was ist jetzt Sache, aber nichtsdestotrotz, wir haben das Ding hier wieder. Und endlich haben wir wieder ein bisschen, deswegen auch der Titel, Zeit zum Clashen. Ich hab die Zeit natürlich auch ein bisschen genutzt, und ich glaube, ihr habt die neuen Events auch schon gesehen. Daran hört ihr, dass die ja heute Morgen erst gekommen sind. Ich nehme jetzt heute Mittag erst auf. Vorher ging es einfach nicht, oder ich hatte nicht so die Muße beziehungsweise so die am Stück Zeit. Ich muss auch immer ein bisschen am Stück Zeit haben, um sowas abzudrehen hier. Also Eisgolem, okay, die Machttränke sei mal dahingestellt. Die gab es jetzt schon im letzten Event. Aber hier die Bildertränke und 100 Gems, das ist natürlich krass. 100 ganz billig verdiente Gems, okay, die 250 muss ich mir mit Donnerbengel hier auch noch holen. Aber ich habe auch noch einen schönen 11 auf 11 heute für euch. Und allerdings muss ich jetzt leider so ein bisschen, ich glaube, ich muss ein bisschen Nachtdorf spielen. Und, oh, der Lokobar hat hier was. Loco Escobar heißt er. Ja, nicht mit wirklich viel Lot, aber es reicht wenigstens zum Üben. Und ich glaube, heute Abend startet hier auch wieder der ganz normale Alltag. Also wir werden wieder Dauerkrieg hier spielen, um unser Lock natürlich wieder in die grünen Farben reinzukriegen. Und ich denke mal, das gelingt uns auch mit den einigen Neuen. Es sind ja auch so ein paar hier solidarisch mit reingekommen, die auch gar nicht mal schlecht sind, muss ich sagen. Und von daher nochmal vielen Dank an alle Beteiligten.
alle Unbeteiligten, alle Mitbeteiligten, an die vielen E-Mail-Schreiber, an die vielen Discordler. Selbst mein Discord wurde gestern mal richtig genutzt. Fand ich richtig gut, mal da ein paar ganz, ganz andere Stimmen zu hören. Nämlich von denen vor allen Dingen, mit denen ich eigentlich schon seit über einem Jahr in Clan bin. Einige wussten gar nicht, dass ich hier so eine Faxen mache hier. Und fand ich wirklich sehr, sehr gut. War echt super überrascht. Und also nochmal auch danke für die vielen E-Mail-Schreiber. Ich habe euch, glaube ich, so den einen oder anderen habe ich einen Dank zumindest zurückgeschrieben über den E-Mail-Account. Dort wurden mir Videos gesandt, Screenshots gesandt und weiß der Geier. Aber letztendlich war alles gar nicht nötig, denn wir haben halt den Clan auf andere Art und Weise wiederbekommen. Das war auch eher Zufall. Aber gut, der eine macht einen kleineren Fehler irgendwann mal und dann geht das Ganze ausgebügelt durch einen, auch wieder durch einen Fehler. So will ich das mal beschreiben. Ich will da nicht näher drauf eingehen und ihr braucht auch nicht großartig fragen, wie und warum. Aber viele haben immer noch nicht verstanden, was das mit der User-ID hier auf sich hat und wie man eigentlich so einen Account bekommt. Wenn ihr nur mit Google verbunden seid, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr erstmal eine Supercell-ID erstellt oder beziehungsweise ihr euch registriert mit einer E-Mail-Adresse. Und wenn ihr dort natürlich nicht eure eingebt, sondern die von jemand anders, dann bekommt ihr jemand andere auf seinen E-Mail-Account die User-ID. Das heißt also, es ist ein sechsstelliger Zahlenschlüssel und damit ist euer Dorf weg. So läuft das eigentlich. Viele haben das noch nicht verstanden. Ich habe das hier nochmal für den Alex hier, beziehungsweise für den Donnerbengel hier gelöst, denn auch der war mit der ID verbunden und wenn ihr das jetzt seht, ich gehe nochmal auf Disconnect, auf Connect, dann bin ich noch nicht registriert hier. Also wenn ich jetzt sage Register Now, dann registriere ich meine E-Mail-Adresse auf dieses Dorf, auf dieses Gerät, muss ich sagen. Denn man soll ja mit an den Geräten auch ändern, auch wechseln können. Und dort tragt ihr bitte eure E-Mail-Adresse ein und nicht die von jemand anders. So einfach ist das eigentlich. Und dann bekommt ihr nämlich den Zahlenschlüssel und seid dann mit dem Dorf hier verbunden, mit dem Gerät, muss ich sagen. Ich wechsle die Geräte ja auch. Wenn ich also dann den Donnerbengel an einem anderen Gerät einmal anstarte, dann muss ich auch dort meine E-Mail-Adresse eingeben, die vom Donnerbengel, und bekomme dann auf meine E-Mail-Adresse wieder eine Supercell-ID, die dann an dieses Gerät, beziehungsweise der Account, E-Mail-Adresse, Supercell-ID, Gerät, gekoppelt ist. Und dann kann ich switchen, ohne dass ich jemals noch eine Eingabe machen muss, sondern brauche nur die E-Mail-Accounts zu wechseln. Und alles geht dann quasi ohne eine Bestätigung tippen und so weiter einfach mal durch. Aber ich würde sagen, wir springen mal einmal in den Rathaus 11 Angriff an. Nee, wir machen hier noch einen Nachtfight. Der dürfte eigentlich wieder da sein für die Prozente hier. Ich weiß, es ist mal Nachtdorf, Leute. Jetzt hagelt es wieder Dislikes und oh Gott, Toto, das kannst du nicht bringen. Ja, ab und zu muss ich es mal machen. Zumindest für die Clanspiele gehe ich auch in das Nachtdorf und auch für die drei Angriffe, die ich eigentlich immer so ein bisschen habe. Wenn ich denn in den Dörfern bin, ihr wisst, hier bin ich ja eher selten. Was heißt selten? Ich mache ja natürlich, bin aktiver Clankriegsspieler mit diesen Accounts hier und spiele auch das ein oder andere Event. Ich denke mal El Primo, das Event werde ich auch noch machen, aber hier werden jetzt natürlich alle am... Ah ne, das werden gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, alle verenden noch in den Crusher, aber bis ein paar Prozente holen wir hier wenigstens noch. Fix an der Maus geklickt, 43. Der zweite Stern ist aber nicht drin, das ist nicht so schlimm. Ich bin hier eh nicht mehr in den Sternbonus, sondern nur noch in den Poki-Rängen. Und wenn ich jetzt hier einen Pokal verliere, dann ist das nicht so schlimm. Sondern die 45% gehen jetzt wieder auf meinen Zähler und jetzt habe ich auch nicht mehr ganz so viel zu machen. Aber wir springen jetzt mal auf den Rathaus 11 auf 11 Kampf, denn ich denke mal, ein CK-Kampf sollten wir heute mit drin haben. Aber bevor ich jetzt gar keinen mehr finde, nehme ich den vorher noch mit hier. Auch im Rathaus 12er Dorf bin ich nicht wirklich zu Clash of Clans gekommen die letzten Tage und habe hier noch einiges nachzuholen. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt mal wieder nicht genug Riesen dabei habe. Super Toto, denn ich habe das Riesen-Event tatsächlich noch nicht fertig. Ich hatte eigentlich immer gedacht, ich habe genug Riesen gebaut und auch immer genug Magier. Aber war gar nicht so, naja, egal, da muss ich jetzt mit 3 Stück losziehen. Das ist dann ja auch nicht so schlimm. Aber wir lassen jetzt erstmal die Queen hier, glaube ich, sterben. Beziehungsweise wir nehmen sie mal aus dem Spiel, so will ich das mal sagen. Und Mauerbrecher hier mit rein, einmal den King hier mit reingesetzt. Was haben wir da? Ein Multi, ne?
ein Multi-Inferno, ein klein nur. Und ich habe natürlich wieder meine Lame-Mauerbrecher-Spells. Die nehme ich hier mal ganz, ganz hinten. Den nehme ich mal ganz, ganz hinten. Mal sehen, ob meine Truppen da überhaupt so weit reingehen. Ich nehme die Loons einfach immer so ein bisschen im Backend hier mit. Die können immer so ein bisschen was reißen hier. So, und vielleicht einen Loon noch dort. Wo sind denn eigentlich meine ganzen Truppen? Ah, die sind hier hinten. Oh, 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 oh. Da gibt es ein bisschen auf die Mütze hier unten. Ja, ich glaube, die können wir... Dann frosten wir einmal den Inferno hier, machen einmal alle immun, also unverwundbar. Dann haben wir immer noch einen Frost jetzt über. Den können wir... Oh, den setze ich da auch nochmal. 1, 2, 3 Lakis hier außen nochmal so ein bisschen, denn die Queen wird jetzt auch Richtung außen gehen. Mein Glücksbori hier mit rein. Und dann habe ich hier meine Helden wieder nicht verbraucht. Bin leider etwas höher wieder in der Liga. Das macht aber nichts. Es gibt ja ab morgen Vierfachbonus. Ich weiß noch nicht, wie lange. Müssen wir mal sehen. Und da lohnt sich natürlich wieder etwas höher in der Liga zu sein. Zumal wir den netten Bonus natürlich immer gerne mitnehmen für dieses Dorf. Aber jetzt erstmal zum... Oh, ich habe meine Challenge immerhin fertig. Hurra! Also auch hier geht es ein bisschen voran. Ich war hier auch super, super faul. Aber ich habe noch einen Tag 20 Stunden Zeit. Da geht in jedem Fall noch was. Und dann baue ich die einmal wieder nach hier. Jetzt habe ich mal wieder eine Maschine verbraten. Hier habe ich jetzt ein Gift zu viel, das weiß ich. Und anstelle der Walküren gehören hier nämlich ein paar Riesen rein. 8 Stück. 11. Wo ist das Event? Ah ne, das Event ist raus. Ich kann das Riesenevent gar nicht mehr machen. Oh Mist, das habe ich jetzt echt verpeilt. Okay, da gab es aber glaube ich auch nur die Machttränke. Okay, das habe ich leider verpeilt, aber gehen wir mal auf den 11 auf 11 Angriff hier. Dann hat die Folge auch einen Sinn. Also 11 auf 11 Karte hier auf Madoc von unserem aktuellen Gegner. Clan Level 17 UK Stronghold, wie das hier eigentlich geregelt hat. Und ihr seht schon, der Fledermauszauber hat auch bei uns Einzug gehalten hier. Im Moment noch mit Machttrank, weil ihn, glaube ich, noch keiner auf seiner Stufe auf Max hat, außer vielleicht die Rathaus 10er. Ich habe es zumindest auch auf dem Rathaus 10 auf Maximum Level. Und haben wir das jetzt verpasst, dass sie den gesetzt hat? Ich glaube, wir haben es verpasst. Sie hat hier hinten auf jeden Fall was rausgenommen. Es kann sein, dass es jetzt jemand gesehen hat. Aber es geht hier mit den Felsenwerfer auch rein. Auch der wird bei uns immer häufiger genommen, um hier einfach durch die Base zu fliegen, beziehungsweise so ein bisschen vor den Loons hier auch zu tanken. Und der Rest wird dann hier mit Drachen gemacht, denn es ist nur noch eine Luftabwehr da. Okay, die Fledermäuse haben da hinten dann zwei Luftabwehren, denke ich mal, geschafft. Das ist natürlich richtig krass. Hier unten hat die Queen, glaube ich, eine gemacht. Und man muss dann halt nur sehen, dass man irgendwie die Clanburg natürlich wegbekommt. Ist an der Stelle jetzt ein bisschen nervig, aber das werden natürlich die Drachen machen, gar keine Frage. Erstmal jetzt ein Ringeltanz kurz einmal am Adler und dann geht das hier weiter mit den Drachen durch. Die sind zwar ein bisschen behende und es sieht auch so aus, als wenn man das nicht mehr schaffen würde. Ich habe auch erst gedacht, oh Kati, da hast du dich verschätzt, das wird nichts mehr. Aber guckt euch den Felsenwerfer an, wo der gerade ist. Es ist der Hammer. Da macht er das noch schöne Mauer kaputt und immer schön auf die Defense-Gebäude. Man muss fast sagen, endlich sind die Skelette da am Knabbern. Aber ihr seht das, der nimmt auch kaum ab. Auf Level 3 ist der so, oh, ich will nicht sagen OP, aber der hat ja Heal Points. Der ist einmal durch die ganze Base jetzt geflogen. Und ich hätte fast gedacht, der macht jetzt nur noch Clean-Up. Der macht nur noch Clean-Up, die Loons hier. Auch mal nett. Also schön gelöst hier, denke ich mal, zum Abschluss der Folge 11 auf 11 hier aus unserem laufenden CK. Denkt dran, Leute, morgen ist Samstag und wir werden uns in jedem Fall für ein paar Stündchen mal wieder sehen. In den netten Abendstunden, glaube ich, wird das Ganze wie immer stattfinden, weil nachmittags, wisst ihr, werde ich eigentlich nicht so wirklich gerne streamen. Und dann sehen wir uns in jedem Fall, da können wir noch ein bisschen weiter diskutieren, wir können ein bisschen weiter darüber quatschen, was war und was wird und was kommt, beziehungsweise die Aufregung hat sich dann ja auch ein bisschen gelegt und wir haben wieder Zeit zu clashen. Daher auch der Titel,
Ich habe jetzt länger überlegt, was kannst du eigentlich für einen Titel bringen? Ich wollte auf diese alten Sachen jetzt nicht mehr so rumreiten. Und ich habe gedacht, Toto, du hast in letzter Zeit, eigentlich warst du immer in Clash of Clans, aber du hast einfach wenig gemacht. Deswegen habe ich heute ein bisschen mehr gemacht und mache jetzt mit den ganzen Accounts auch ein bisschen mehr. Er steht hier 26-15, hat aber nichts zu sagen. Der Gegner hat schon ein bisschen mehr verballert als wir. Und ich glaube, wir schließen auch hier positiv ab. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu an meinem Kanal seid. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, die manchmal bei YouTube auch geht. Und bis dahin, euer Toto. Best.